Jo moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial hier auf meinem Kanal Peko Bolton. Heute mal wieder mit einem sehr, sehr coolen Fotoeffekt, wie ich finde. Das ist ehrlich gesagt eine Thematik, die ich schon mal vor, ich glaube, einigen Jahren hier auf meinem Kanal in einem Video behandelt habe. Allerdings nicht ganz so ausführlich und nicht ganz so realistisch, wie ich es heute in diesem Video zeigen werde. Ich zeige nämlich heute, wie ihr aus einem normalen Bild, welches ursprünglich bei Tag aufgenommen wurde, ein solches Foto bei Nacht machen könnt. So sieht das Endergebnis am Ende aus. Ich werde euch also zeigen, wie ihr diesen Nachtlook sozusagen hinbekommt, aber auch gleichzeitig, wie ihr bestimmte Bereiche, also bestimmte Lichtquellen wieder zum Scheinen bringt und wie ihr einen Mond einigermaßen realistisch in das Bild einfügen könnt. So sieht es also am Ende aus und es sah tatsächlich zu Beginn so aus. Deutlich heller, deutlich, man erkennt, denke ich mal, dass das Bild bei Tag aufgenommen wurde. Und so sieht es, wie gesagt, aus mit dem Look, den ich euch heute zeigen werde in diesem Video. Ich finde, so auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass das Bild ursprünglich bei Tag aufgenommen wurde. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Effekt. Wie gesagt, im Vergleich zu dem Video, was ich vor Jahren hier schon mal hochgeladen habe, ist der Effekt deutlich realistischer. So sieht das Bild also, wie gesagt, am Ende aus. Ich beginne einfach mal mit meinem Ausgangsbild. Das ist dieses hier. Das kommt mal wieder von pexels.com. Link zu dem Bild findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr es mit diesem Bild einfach zu Testzwecken mal nachmachen wollt. Und es sei auch schon mal nochmal darauf hingewiesen, dass ihr die vollständige PSD-Datei auch auf meiner Homepage pekobolton.de findet, um vielleicht das Ganze nochmal in Ruhe nachzuschauen, welche Ebenen dann da verwendet wurden. Das Schöne an diesem Effekt ist, dass er eigentlich größtenteils durch Einstellungsebenen erzeugt wird und deswegen eigentlich auch ganz gut für Anfänger geeignet ist. Im ersten Schritt erzeugen wir jetzt den reinen Dunkel-Look, sage ich jetzt mal, den reinen Look, sodass das Bild aussieht wie bei Nacht. Im zweiten Schritt werde ich euch zeigen, wie ihr noch einen Mond einigermaßen realistisch einfügt. Und im dritten und vierten Schritt widmen wir uns dann der Beleuchtung zusätzlich. Also wir beginnen und wie gerade schon gesagt, wird der eigentliche Look hauptsächlich durch Einstellungsebenen erzeugt. Die Einstellungsebenen finden wir hier unten über diesen kleinen Button, für alle, die vielleicht noch nicht ganz so lange mit Photoshop vertraut sind. Und die erste Einstellungsebene, die wir erzeugen, ist eine Einstellungsebene Helligkeit Kontrast. Ihr seht schon, hier wird die Einstellungsebene hinzugefügt. Das ist auch das Coole daran, dass wir die Einstellungsebene jederzeit bearbeiten können. Das heißt, jederzeit diese Werte hier verändern können. Wir verändern allerdings nicht die Helligkeit, die bleibt bei 0, sondern setzen den Kontrast hier in dieser Einstellungsebene ganz nach links auf minus 50. Und das einfach aus dem Grund, da logischerweise der Kontrast bei Fotos, die bei Nacht geschossen wurden, deutlich verringert ist. Dann machen wir das Ganze nochmal. Wir erzeugen eine Einstellungsebene, diesmal eine Farbton-Sättigung-Einstellungsebene. Aber auch hier lassen wir die Helligkeit zunächst so, wie sie ist und setzen den Sättigungsregler deutlich nach links. Das ist jetzt mal so ein bisschen abhängig davon, wie farbenfroh, sage ich jetzt mal, euer Bild ist. In meinem Fall habe ich ihn hier so auf minus 50 gesetzt. Auf jeden Fall sollte deutlich die Sättigung aus dem Bild genommen werden, da natürlich auch die Sättigung bei Nacht entsprechend drunter leidet. Also das ist die zweite Einstellungsebene, die wir erzeugt haben. Jetzt folgt die dritte. Damit machen wir das Bild tatsächlich ein bisschen dunkler bzw. erhöhen den Kontrast wieder etwas. Und zwar ist das eine Gradationskurveneinstellungsebene. Damit bekommt ihr jetzt hier die Möglichkeit, also entsprechend die Höhen und Tiefen auf- bzw. aufzuhellen oder abzudunkeln. Und die Kurve, die wir erzeugen, ist ungefähr eine solche Kurve. Ich kann euch auch nochmal genau die Daten geben, die ich verwendet habe für mein Bild. Ich habe mir also einen Punkt gemacht mit der Eingabe von 91 und der Ausgabe von 29, das ist ungefähr hier unten, und einen zweiten Punkt ungefähr hier mit der Eingabe von 153 und der Ausgabe von 80. Also ungefähr so eine solche Kurve solltet ihr am Ende haben. Ihr seht schon, der Kontrast wird deutlich erhöht. Tiefen werden nochmal deutlich verdunkelt, die Mitten und die Höhen auch so ein bisschen. Und wie ihr jetzt aber seht, ist das Bild immer noch relativ hell und das ändern wir jetzt mit der vierten und letzten Einstellungsebene für diese Filter. Und zwar wenden wir einen Fotofilter an, also Einstellungsebene Fotofilter. Und dort wählen wir erstmal als Farbe ein dunkles Blau. Ich habe mir hier meinen Code mal aufgeschrieben. 046190, das ist mein Farbcode, den ich verwendet habe für dieses Blau, damit ich jetzt nicht großartig lang rumsuchen muss. Den könnt ihr natürlich auch gerne übernehmen. Wichtig ist, dass ihr den Haken bei Luminanz erhalten wegmacht und die Dichte jetzt deutlich nach oben schraubt. Und ihr seht schon, damit erzeugt ihr quasi wirklich hier so eine Art
Dunkelheitseffekt. Ich persönlich finde, dass so eine Dichte bei 90% relativ gut passt. Wenn man sie zu hoch stellt, dann ist das Bild einfach nur blau und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu dunkel. Und wenn die Dichte zu gering ist, dann kommt der Nachteffekt nicht wirklich rüber. Deswegen finde ich persönlich, ist 90% ein ganz guter Wert. Da könnt ihr aber natürlich auch ein bisschen mit rumspielen. Ja, und das ist es im Grunde auch schon. Das ist jetzt erstmal der eigentliche Nachtlook, beziehungsweise der Look, den jetzt unser Bild bekommt für diesen Nachteffekt. Und das war somit der erste Schritt. Relativ easy eigentlich. Und hier sei an dieser Stelle auch nochmal auf die Einstellungsebenen hingewiesen. Denn die besitzen ja die Funktion, dass sie jederzeit verändert werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie nachträglich noch irgendwie den Kontrast oder die Sättigung verringern wollt, könnt ihr einfach doppelt draufklicken und diese Werte entsprechend auch euren Wünschen noch ein bisschen nachverändern. Damit das Ganze gleich ein bisschen übersichtlicher wird, wähle ich mir die Ebene mit gedrückter Steuerungstaste aus und mit Steuerung G gruppiere ich mir die hier in eine Gruppe. Im zweiten Schritt erzeugen wir jetzt den Mond und dafür benötigt ihr natürlich ein Bild vom Mond. Ihr könnt einfach mal bei Wikipedia oder bei Google suchen. Das Bild kommt wieder mal von Pexels, weil es natürlich entsprechend lizenzfrei sein sollte für meine Videos. Ansonsten schaut einfach, wie gesagt, bei Google, dort findet ihr viele solche Mondbilder und das Schöne ist, dass die Bilder vom Mond immer einen schwarzen Hintergrund haben. Warum das gut ist, das seht ihr jetzt. Wir ziehen das Bild einfach mal hier in unser Bild, also das Bild vom Mond in unser Bild bei Nacht und indem wir jetzt einfach die Ebeneneinstellung bzw. den Ebenenstil auf negativ multiplizieren setzen, ist der schwarze Hintergrund verloren gegangen und der Mond auch noch ein bisschen aufgehellt. Und was ich jetzt gemacht habe, was nicht ganz so realistisch rüberkommt, aber was bei diesem Bild ziemlich cool aussieht. Mit Steuerung T habe ich mir die Größe des Monds erstmal so ein bisschen angepasst. Habe den hier oben in die Ecke verschoben. Ungefähr so. Und habe eine Ebenenmaske hinzugefügt. Nochmal kurz zur Erinnerung für alle Anfänger vielleicht da draußen, was eine Ebenenmaske macht. Eine Ebenenmaske maskiert bestimmte Bereiche von eurer Ebene. Alles, was weiß ist, wird von der Ebene sichtbar gehalten. Und alles, die Bereiche, die in der Ebenenmaske schwarz übergepinselt werden zum Beispiel, die werden entsprechend maskiert, sodass die Ebene nicht sichtbar ist in diesen Bereichen. In meinem Fall habe ich jetzt erstmal die komplette Ebenenmaske mit schwarz gefüllt, sodass der Mond komplett verschwunden ist. Und dann das Pinselwerkzeug ausgewählt. Mit einem Fluss von 10%, den brauchen wir gleich nämlich auch noch für die Beleuchtung. Und einer 100%igen Deckkraft habe ich jetzt mit der vorderen Farbe Weiß einfach hier mit einer entsprechenden Pinselspitze den Mond so ganz leicht zum Vorschein gebracht im Hintergrund. Und dann entsprechend mit Schwarz und einer kleineren Pinselspitze die Bereiche hier, die so übers Hausdach und so rüber gucken, nochmal so ein bisschen wieder weggepinselt. Ungefähr, dass es dann ungefähr so aussieht. Ich finde, wie gesagt, das sieht jetzt nicht ganz so mega realistisch aus, aber es sieht in diesem Bild halt ziemlich cool aus, deswegen. So könnt ihr also einen Mond in euer Bild beispielsweise integrieren. So viel also dazu. Jetzt kommt die Beleuchtung. Wie bringt ihr also wieder an gewissen Stellen Licht ins Dunkle, sage ich jetzt mal. Und zwar möchte ich euch das Ganze zeigen anhand des Beispiels dieser Laterne, denn das ist, denke ich mal, auch so das Standardmäßige, dass ihr irgendwelche Laternen am Straßenrand habt oder hier wie hier an der Hauswand oder irgendwelche Fenster, die ihr beleuchten wollt. Anhand dieser Laterne zeige ich euch das Ganze jetzt einfach mal. Also, der erste Schritt ist, ihr dupliziert euch eure Hintergrundebene mit STRG J und verschiebt diese Ebene, ja, könnt ihr eigentlich unter die Mondebene verschieben. Damit ist unser schöner Nachtlook jetzt erstmal futsch. Das ändern wir aber auch ganz schnell, denn wie eben beim Mond auch, fügen wir dieser Ebene eine Ebenenmaske hinzu und füllen die Ebenenmaske mit Schwarz. Die Funktion der Ebenenmaske habe ich ja gerade schon erklärt. Dadurch, dass sie jetzt komplett schwarz ist, ist dieses Bild quasi jetzt komplett maskiert. Das ändern wir jetzt aber, denn wir wählen hier links das Pinselwerkzeug aus und maskieren jetzt sozusagen mit Weiß als Vordergrundfarbe. Das ist auch ganz wichtig. Und wir maskieren uns jetzt quasi in der Ebenenmaske den Bereich, der durch unsere Lichtquelle aufgehellt werden soll. Was natürlich wieder ganz wichtig ist, dass ihr den Fluss des Pinsels hier auf 10% stellt und die Deckkraft ungefähr auf 70 vielleicht erstmal. Da könnt ihr auch hinterher, solltet ihr auch hinterher noch ein bisschen mit rumspielen. Ein wichtiger Shortcut, der euch das Leben jetzt ein bisschen leichter macht, ist folgender. Bei gedrückter Alt-Taste und rechter Maustaste könnt ihr durch Verschieben der Maus die Härte des Pinsels und die Größe des Pinsels relativ schnell und problemlos variieren, wenn ihr jetzt hier in dieser Ebenenmaske rumpinselt. Und wenn ihr jetzt hier rumpinselt in der Ebenenmaske, seht ihr schon, wird dieser Bereich heller, weil ja logischerweise unser Tagesbild sozusagen zum Vorschein kommt. Deswegen pinsel ich jetzt in den Bereichen rum und erhelle sozusagen die Bereiche, die durch meine Lichtquelle, also hier durch meine Laterne, aufgehellt werden sollen.
Und was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist auf jeden Fall mit der Deckkraft rumzuspielen, dass ihr so ein bisschen zum Beispiel die Deckkraft verringert und dann auch so eine Art Streulicht hier in die weiter entfernten Bereiche erzeugt. Irgendwie so. Und was natürlich auch immer der Fall ist, ist, dass es um die Lichtquelle herum natürlich deutlich, also eigentlich am hellsten ist. Deswegen mache ich das Ganze hier nochmal ein bisschen heller. Wie gesagt, ich empfehle euch auch eine weiche Pinselspitze zu wählen, damit das Licht halt auch wirklich einen gewissen weichen Schein besitzt. Das Coole ist auch, ihr könnt halt mit Schwarz als Vordergrundfarbe jetzt bestimmte Bereiche auch wieder so ein bisschen abdunkeln, wenn die vielleicht ein bisschen zu hell geworden sind und ihr den Schein dort wieder ein bisschen reduzieren wollt. Ungefähr so lasse ich das jetzt erstmal, das können wir ja jederzeit noch bearbeiten. Im nächsten Schritt erzeugen wir wieder eine Einstellungsebene, um jetzt diesen Lichtschein, die Beleuchtung, farblich ein bisschen anzupassen. Und dazu erstellen wir jetzt eine Ebene Fotofilter. Und da diese jetzt natürlich auf das gesamte Bild eigentlich angewendet wird, aktivieren wir hier die Schnittmaske. Schnittmaske bedeutet, dass dieser Filter jetzt nur auf die darunter liegende Ebene, also in dem Fall hier auf unsere Lichtebene, auf unseren Lichtschein angewendet wird. Je nachdem, was für eine Lichtquelle ihr jetzt habt, könnt ihr jetzt eine entsprechende Farbe auswählen. Ich habe mich jetzt aber in meinem Fall einfach hier für den Warmfilter entschieden, weil der zu der Lichtquelle eigentlich ganz gut passt. Und dann entsprechend die Dichte ein bisschen erhöht, so auf 80%. Und den Haken bei Luminanz erhalten müsst ihr unbedingt machen, denn sonst sieht das Ganze, wie ihr schon gesehen habt, ziemlich kacke aus. Also ungefähr so sollte das Ganze dann aussehen. Jetzt seht ihr auch schon den Schein ein bisschen deutlicher. Das heißt, ihr könnt jetzt bei Bedarf in der Ebenenmaske, in der wir gerade die Beleuchtung erzeugt haben, vielleicht nochmal hier und da ein paar Bereiche zusätzlich aufhellen und den Bereich, der aufgehellt wird, nochmal ein bisschen anpassen. Aber so sieht es eigentlich schon ganz gut aus, deswegen lasse ich das an dieser Stelle jetzt auch nochmal so. Wir erzeugen noch eine zweite Einstellungsebene, und zwar eine weitere Gradationskurven-Einstellungsebene. Auch hier aktivieren wir die Schnittmaske, sodass diese Ebene oder diese Einstellungsebene nur auf unseren beleuchteten Bereich wirkt, sozusagen. Und in diesen Gradationskurven erzeugen wir einen leicht erhöhten Kontrast, indem wir so eine leichte S-Kurve hier erzeugen. Die muss gar nicht mal unbedingt so genau sein. Ich empfehle euch vielleicht die Kurven bzw. die dunkleren Töne hier ein bisschen deutlicher zu reduzieren. Also hier die Kurve ein bisschen bauchiger zu machen, sodass hier also wirklich nochmal in dem Bereich der Kontrast etwas angehoben wird. Ja, und das ist es dann auch zur Beleuchtung. Jetzt widmen wir uns der eigentlichen Quelle, also hier unserer Laterne. Denn die leuchtet ja erstmal noch gar nicht. Dazu stellen wir die Laterne oder die Lichtquelle zunächst mit einem Tool unserer Wahl, da gibt es ja in Photoshop unzählige Möglichkeiten, frei. Ich empfehle euch einfach für runde Laternen zum Beispiel das Auswahl Ellipsenwerkzeug oder auch für eckige Laternen, so wie in meinem Fall das Polygon-Lasso-Werkzeug. Und damit stelle ich jetzt quasi erstmal meine Quelle, also in dem Fall hier so diese Scheiben, frei. Mit gedrückter Steuerungstaste füge ich hier nochmal die zweite Auswahl hinzu. Ungefähr so. Falls ihr die Auswahl irgendwie mit so einem Zauberstabwerkzeug oder so macht, empfehle ich übrigens, die Auswahl über Kante verbessern, nochmal ein bisschen nachzubessern. Dort könnt ihr die Auswahl dann noch ein bisschen abrunden und so weiter, damit das Ganze nicht ganz so eckig und kantig wirkt. In meinem Fall reicht das allerdings so mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug schon. Jetzt wähle ich im nächsten Schritt meine Hintergrundebene aus, die immer noch im Original ganz hinten liegt, und drücke einfach STRG J. Dadurch wird jetzt quasi mein Bereich, den ich gerade ausgewählt habe, in eine neue Ebene kopiert. Die sehen wir hier. Und diese Ebene verschiebe ich jetzt wieder fast ganz nach oben, also unter die Mondebene. So, und jetzt seht ihr auch schon, hier kommt wieder unser Originalbild zum Vorschein, da hier eben nicht dieser Nachtfilter drauf liegt. Das heißt, das ist jetzt quasi unsere freigeschnittene Lichtquelle. Und mit einem Doppelklick auf diese Ebene fügen wir dieser Lichtquelle erstmal noch einen Schein nach außen hinzu. Wir stellen die Füllmethode dabei auf weiches Licht, setzen die Deckkraft so auf ungefähr 50%. Das Rauschen erhöhen wir so ein bisschen, vielleicht so auf 20-30%, irgendwie sowas, denn Licht rauscht natürlich auf solchen Bildern auch immer ein bisschen. Ja, die Farbe könnt ihr euch jetzt natürlich auch wieder frei überlegen. Für Laternen eignet sich halt ein entsprechendes Gelb-Orange ganz gut. Deswegen wähle ich hier jetzt mal einfach so ein
entsprechenden Farbton aus. Die Größe stellen wir auf jeden Fall, passen wir ein bisschen an. Und das Überfüllen, die Überfüllung stellen wir auch ein bisschen hoch, sodass ihr halt mit dem Effekt insgesamt einigermaßen zufrieden seid mit diesem Schein nach außen. Diese Werte hier, die variieren noch ein bisschen, da je nachdem wie groß euer Bild ist, reicht da eventuell schon ein geringerer Wert oder ihr müsst den Wert noch ein bisschen weiter erhöhen. Dann klickt ihr auf OK. Ich zeige euch nochmal, wir haben jetzt also so einen leichten Schein um diese Beleuchtungsquelle erzeugt. Und jetzt färben wir die Quelle noch, indem wir wieder eine Einstellungsebene hinzufügen, und zwar Farbtonsättigung. Hier aktivieren wir natürlich auch wieder die Schnittmaske, da wir wollen, dass diese Einstellungsebene nur auf unsere ausgeschnittene Lichtquelle wirkt. Machen den Haken bei Färben, aktivieren die Funktion Färben und stellen hier jetzt einen entsprechenden Farbton ein. Ihr seht schon, ihr könnt jetzt quasi den Farbton noch von dieser Lichtquelle so ein bisschen bestimmen. Ich wähle jetzt einfach mal hier so ein leichtes Orange. Die Sättigung stellen wir auch auf jeden Fall deutlich nach oben. Irgendwie sowas in diesem Bereich. Und dann hellen wir das Ganze noch ein bisschen auf. Nicht zu viel, weil sonst wird es halt wirklich irgendwann nur weiß. Deswegen, was weiß ich, irgendwie so in diesem 30er-Bereich, irgendwie sowas. Und dann sehen wir, haben wir dadurch diese Lichtquelle sozusagen noch ein bisschen eingefärbt. Und das ist es jetzt im Grunde auch schon. Jetzt seht ihr, wenn wir mal rauszoomen, haben wir hier eine vollständige Lichtquelle mit einem entsprechend farbigen Schein und einer Beleuchtung und so weiter hinzugefügt. Das ist im Grunde jetzt mehr oder weniger so das Vorgehen, was ihr auch auf die anderen Quellen anwenden könnt. Ich empfehle euch, wenn ihr mehrere Laternen habt, dass ihr dieses Freistellen, was wir hier in dieser Ebene gemacht haben, dass ihr das wirklich direkt mit allen Lichtquellen macht, die dieselbe Farbe haben sollen, also die mit derselben Farbe sozusagen scheinen. Denn dann habt ihr wirklich nur einmal diesen Aufwand mit diesen ganzen Einstellungsebenen. Ja, diese Ebenen, die wir jetzt gerade erzeugt haben, also diese Einstellungsebenen und die kopierte Hintergrundebene und so weiter, die wähle ich wieder mit gedrückter Steuerungs- bzw. Shift-Taste aus und mit Steuerung G gruppiere ich mir die wieder. Grund dafür ist, dass ich euch jetzt noch was weiteres zeigen will. Was ist, wenn ihr eine andersfarbige Beleuchtung erzeugen wollt, wie zum Beispiel hier dieses Bar-Tabak-Schild. Das will ich jetzt beleuchten, es soll allerdings nicht so hell bzw. gelblich leuchten wie hier diese Laterne, sondern zum Beispiel weiß, weil es irgendwie so eine LED-Tafel ist. Dafür dupliziere ich mir hier meine Gruppe, die ich gerade eben erstellt habe, wo jetzt quasi die Ebenen für die erste Beleuchtung drin liegen, mit Steuerung J. Und in dieser Gruppe, in dieser kopierten Gruppe, lösche ich mir die Farbtonsättigungsebene, die freigestellte Lichtquelle, und die freigestellte Lichtquelle, die lösche ich einfach mit der Entferntaste. Und in der Ebenenmaske für die Beleuchtung, für den Schein sozusagen, drücke ich einfach bei Schwarz als Vordergrundfarbe Alt und Backspace. Und dadurch ist die Ebenenmaske wieder komplett mit Schwarz gefüllt und dieser Schein ist entfernt. Und jetzt kann ich quasi diese Ebenen verwenden, um mir einen neuen Schein zu erzeugen, der vielleicht auch eine andere Farbe haben soll, zum Beispiel hier um dieses Bar-Tabak-Schild. Und das mache ich jetzt auch mit derselben Technik, wie ich sie euch eben schon bei der Laterne gezeigt habe. Das heißt, ich wähle mir mein Pinselwerkzeug mit Weiß als Vordergrundfarbe aus, male jetzt hier in der Ebenenmaske mit einer angepassten Deckkraft den entsprechenden Schein, um dieses Schild herum. Das heißt erstmal diese leichte Beleuchtung. Und natürlich, ich mache das jetzt nicht mehr ganz so genau. Natürlich könnte man jetzt, also wie gesagt, das empfehle ich euch auch, dass ihr hier mit der Deckkraft rumspielt und dann vielleicht auch noch eine etwas größere Pinselspitze nehmt, um so ein bisschen Streulicht noch hinzuzufügen und so einen etwas weicheren Verlauf. Ja, was weiß ich, irgendwie so. Ja, wie gesagt, zu Demonstrationszwecken lasse ich das jetzt erstmal so. Das ist also ungefähr, das ein bisschen dunkler machen, ein bisschen was wegnehmen. Das ist jetzt also ungefähr erstmal so der Verlauf, beziehungsweise den Schein, den ich jetzt diesem Schild hier hinzufügen will. Jetzt kann ich einfach über den Fotofilter doppelt draufklicken, auf die Einstellungsebene und hier dann entsprechend einen anderen Farbton wählen. Das heißt, ich will jetzt hier nicht den Warmfilter, sondern eine entsprechende Farbe, zum Beispiel so ein helles Weiß, was vielleicht noch ein bisschen ins Rote reingeht. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und schon habe ich hier einen etwas andersfarbigen Schein. Und jetzt ist das Prozedere mehr oder weniger genau dasselbe wie eben bei der Laterne. Das heißt, ich stelle jetzt hier mein Schild bzw. meine Lichtquelle wieder frei. Das mache ich hier wieder mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug.
Es geht hier wieder relativ zügig. Also einmal zack, einmal drumrum. Irgendwie so. Gehe dann auf meine Hintergrundebene, beziehungsweise auf diese Hintergrundebene, drücke STRG J und ziehe mir diese Ebene ganz nach oben in die Gruppe, in meine neue Gruppe sozusagen für diese Beleuchtung und füge dann dieser Ebene wieder den Ebenenstil hinzu, also diesen Schein nach außen. Das kann ich jetzt aber ein bisschen leichter machen, indem ich in die Gruppe von der anderen Lichtquelle gehe und mir einfach von dieser Ebene mit einem Rechtsklick den Ebenenstil kopiere und auf meine neue Ebene mit einem Rechtsklick den Ebenenstil einfüge. Und schon seht ihr, leuchtet das Ganze wieder in diesem Gelb. Mit einem Doppelklick können wir dann den Schein nach außen hier natürlich noch ein bisschen anpassen. Das heißt, statt Gelb wähle ich hier auch hier wieder so einen leichten, so ein Weiß mit einem leichten Rotstich, irgendwie sowas in dem Dreh. Kann das Ganze natürlich hier anpassen, wenn es zum Beispiel ein bisschen rauschiger haben will oder ein bisschen generell von der Helligkeit bzw. von der Größe des Scheins ein bisschen das Ganze reduzieren will. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und schon leuchtet auch unser zweites Schild, diesmal allerdings in einer anderen Farbe. Zum Schluss fügen wir dann noch auch für diese Ebene eine Einstellungsebene hinzu. Wieder die bekannte Farbton-Sättigungseinstellungsebene, machen den Haken wieder bei Färben. Oh ja, ne, das ist auch noch wichtig, die Schnittmaske aktivieren. Und dort stellen wir dann wieder einen entsprechenden Farbton ein. Das passt hier sogar schon mit dem Rot, die Sättigung vielleicht noch ein ganz bisschen nach oben. Und die Helligkeit natürlich auch ein bisschen. Und so wie wir es eben auch bei der anderen Lichtquelle gemacht haben. Und dann kann ich den Ordner wieder schließen und bin mit dieser Lichtquelle soweit auch fertig. Und für jede Lichtquelle, die jetzt irgendwie eine andere Farbe hat, wie zum Beispiel hier so ein Schild, könnt ihr das Ganze einfach wiederholen. So könnt ihr quasi mit jeder anderen Lichtquelle vorgehen. Ja, und ansonsten war's das. Ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss, bis hierhin durchgehalten. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann zeigt mir das doch einfach, indem ihr unter diesem Video einen Daumen hoch da lasst. Und am Ende findet ihr in der Endcard auch noch zwei weitere Photoshop-Tutorials. Und auch auf meinem Kanal hier auf YouTube findet ihr natürlich auch noch eine Menge weiterer Photoshop-Tutorials. Vielleicht wollt ihr auch ein Abo dalassen. Und ansonsten hoffe ich, hören wir und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.